Willkommen zurück. Fangen wir mal mit Phase 3 an. Ich habe in der Zwischenzeit einiges gemacht, was man auch an der Spielzeit ganz gut sehen kann. Also aufgehört haben wir hier, da hatten wir eine Spielzeit von 7 Stunden 35 Minuten. Wobei man halt immer bedenken muss, dass die Sinza da sehr viel drauf rechnet. Also die Zeitverzögerung. Und jetzt sind wir bei einem Tag 18 Stunden. Also ja, ich habe sehr viel gespielt. Aber laden wir mal. Was euch auch gleich auffallen wird, wir haben schon mehrere Schiffe. Also ich hatte ja zuerst nur vorgehabt, ein, zwei Schiffe zu kaufen. Aber das hat dann viel zu lange gedauert, bis ich an die Credits gekommen bin, die wir brauchten. Also sind es jetzt insgesamt 3 Merkur-Transporter vom gleichen Typ. Und die haben auch einigermaßen gleiche Ausrüstung. Aber das können wir uns gleich alles in Ruhe angucken. Wenn er nicht so ewig lange laden würde. Also, einmal abdocken bitte. Zack. Weg von der Andockklammer. So, R für Besitztümer. Wir haben hier unsere Merkuren, unsere Hauler. Und ich habe die auch umbenannt. Das zeige ich euch mal ganz kurz. Man klickt einfach drauf. Kommandos. Nee, gar nicht. Erweiterte Option. Namen ändern. Und dann kann man hier beliebig Text eingeben, was nachher tierisch wichtig ist für die Übersicht. Und so habe ich den 3 jeweils einen Job gegeben und durch ihren Namen markiert. Also, die haben alle das gleiche gemacht, wie ich vor der Pause auch erklärt habe. Deswegen mache ich das einmal jetzt einen ganzen Durchlauf. Das heißt, ich habe auf die raufgeklickt, habe gesagt Kommandos, Kommandokonsole, Handeln, kaufe zum besten Preis. Er ist unser Erzmerkur. Das heißt, ich klicke auf die Erzmine, sage, er soll Erz kaufen im Umkreis von 6 Sektoren. Dann tingelt er jetzt los und kauft bei Erzmine M Gamma zum besten Preis das Erz und meldet sich dann wieder. Beziehungsweise ich habe inzwischen diese Nachrichten hier abgeschaltet, denn es wurde einfach viel zu viel. Wenn man 3 von den Transportern durchgehend laufen hat, dann kommt fast immer hier irgendeine Nachricht. Das wurde mit der Zeit nervig. So, also, unser Erztransporter kauft jetzt Erz. Der Siliziumtransporter hat noch was im Hangar. Aber ich breche das einfach mal ganz kurz ab. Kommandos, Kommando abbrechen, um euch nochmal zu zeigen, wie das mit dem am besten Verkaufen funktioniert. Das war halt eigentlich fast genauso wie zum günstigsten Preis kaufen. Man klickt einfach drauf, Kommandos, Kommandokonsole, Handeln, Verkaufe zum besten Preis, dann die Ware auswählen, Siliziumscheiben und in was für einer Reichweite, also wie viele Sektoren er maximal fliegen soll. Dann nehme ich auch einfach mal 6. Weil gerade bei Silizium ist es schwer, was zu finden. Denn selbst wenn man jemanden findet, brauchen die meistens nicht so viel, weil Silizium halt ein teurer Wertgegenstand ist und die Lager da nicht so gefüllt werden können, weil die Lager recht klein sind. Also wenn man einen vollen Merkur hat, muss er teilweise 2-3 Stationen anfliegen, bis er dann seine Ware losgeworden ist. Macht aber in der Zeit auch einen sehr guten Profit. Also ist auf jeden Fall eine gute Alternative zu Erz, falls das alles abgedeckt ist. Und der nächste ist so ziemlich mit der wichtigste. Der macht zwar nicht ganz so viel Profit wie Erz und Silizium, aber er findet eigentlich immer einen Abnehmer. Und das sind nämlich die Energiezellen. Das heißt, wir klicken auf den rauf. Handel. Nee, gar nicht Handel. Stopp. Kommando. Kommandokonsole. Jetzt Handel. Kaufe zum besten Preis. Dann suche ich mir wieder einen Sektor raus, wo ich weiß, dass ein Sonnenkraftwerk ist. Klick da drauf. Sagt, du sollst Energiezellen kaufen. In einem Radius von 6. Und diese 6 ist übrigens auch willkürlich gewählt. Eigentlich hätte ich auch 1 machen können, weil allein in dem Sektor sind schon 5 Sonnenkraftwerke. Da wird er eh irgendwo ein Schnäppchen finden. Ich habe das halt immer nur so gemacht, dass sie auf jeden Fall innerhalb dieses Bereiches hier nach Schnäppchen suchen. Also diese 3, 6, 9, 12, 15 Sektoren sind halt die Argon-Sektoren. Hier oben habe ich auch schon den ersten Boron-Sektor freigeschaltet. Da würde ich gerne auch demnächst mal hingucken. Boronen waren, wie gesagt, diese eigentlich unter Wasser lebenden Lebewesen, die sehr friedlich sind, die auch dementsprechend interessante Waffen haben, die primär Schilde runterkloppen und nicht so auf die Hülle gehen. Aber die wissen auch, sich zu verteidigen. Also die haben genauso wie die Argonen auch Titan und Kampfkreuzer und dergleichen, aber sind halt von der Mentalität nicht ganz so aggressiv. Was ihr ebenfalls sehen könnt, was sich inzwischen verändert hat, ich habe überall diese Verbindungslinien aufgedeckt. Also ich bin mit meinem Discoverer hier fleißig durch die Gegend geflogen, während meine Händler also das Erz und Silizium und die Energie hin und her geschiffert haben.
und habe halt alle Verbindungen aufgedeckt. Außerdem habe ich hier unten in der Wolkenbasis Südwest, da hatten wir die Satellitenfertigung gefunden. Die habe ich auch immer fleißig mit Energiezellen gefüttert, dass hier nach und nach auch wieder die Satelliten entstehen. Weil die brauchen wir ja, um unser Netzwerk weiter auszubauen. Da kann ich übrigens mal wieder hinfliegen, oder? War es ein bisschen weit weg. Nee, das machen wir ein andermal. So, also ich habe überall diese Verbindung aufgedeckt. Ich habe überall die Satelliten hingestellt, dass wir in jedem Argonensektor auch einen Satelliten haben. Selbst in den einigermaßen sinnlosen wie dem hier. Weil hier sind gar keine Stationen drin. Aber der Vollständigkeitshalber habe ich da einfach auch rein hingesetzt. Ihr könnt sehen, dass auch von hier und da ebenfalls Sprungtore noch nach Osten gehen. Aber die werde ich erst später aufdecken. Genauso wie es hier unten ja in den Bereich der Paraniden geht. Diesem etwas aggressiveren und unfreundlicheren Völkchen. Aber die haben halt auch recht viele Waffenproduktionskomplexe und auch direkt hier unten gleich Sektoren mit sehr viel Erz und Silizium. Also werden wir früher oder später diesen Markt auch für uns erschließen und versuchen, die so ein bisschen rauszudrängen. Aber alles mit der Zeit. Was habe ich noch gemacht? Ich habe natürlich diese zwei Schiffe gekauft. Das ist eigentlich keine große Sache. Ich gehe wieder mit Komma auf die Universumskarte, suche mir einen Sektor raus, wo ich weiß, dass eine Schiffswerft ist. Also in unserem Fall Argon Prime und Wolkenbasis Südost. Klicke auf die Schiffswerft, macht Handel. Dann sieht man hier oben die ganzen Stationen, die man kaufen könnte. Wollen wir aber vorerst nicht. Auch wenn so eine Erzmine recht verlockend klingt gerade. Aber nee, das kommt später. Dann sehen wir hier die Schiffe. Leider haben wir momentan nur die S-Versionen im Angebot. Das sind die Versionen, die die billigsten Schilde haben. Also wenn wir den jetzt hätten kaufen können, hätte der ein 5-Megajoule-Schild dabei. Der hier hat nur ein 1-Megajoule-Schild und der hätte ein 25er. Aber die Schilde können wir ja immer noch nach und nach kaufen. Also da habe ich dann einfach raufgeklickt. Das war damals noch M. Hab dann hier mit Pfeiltaste nach rechts einen ausgewählt und dann kann man den auch gleich ausrüsten. Das machen wir jetzt nochmal, aber wir kaufen keinen normalen Merkur, der 4000 Einheiten maximal tragen kann, sondern wir nehmen einen Merkur Superfrachter. Der kann gleich mal eben 7400 Einheiten transportieren, ist dafür aber ein wenig langsamer und nicht so wendig. Also hier ist er maximal 77 und der ist maximal 100. Aber dafür muss er halt nicht ganz so oft hin und her fliegen. Außerdem kann er mehr Schilde haben als der normale Merkur. Der Merkur, normal, kann maximal 3x 25 Megajoule transportieren, ein Schild. Also ausgerüstet haben. Der Merkur Superfrachter kann 5x 25 dabei haben, was schon gut was ausmacht. Denn ich habe vor, diesen Superfrachter hier zu einem Sektorhändler zu machen. Und später zu einem Universumshändler. Das heißt, der springt dann auch wirklich teilweise in recht aggressive Gebiete rein, um da guten Profit zu machen. Und da muss er auch dementsprechend geschützt sein. Das heißt, der wird dann 5x 25 Megajoule Schilde bekommen, der wird einen Sprungantrieb bekommen und so ziemlich das Beste an Ausrüstung überhaupt. Aber halt alles mit der Zeit. Erstmal kaufen wir einen mit sehr billigen Schilden und dementsprechend ist auch mal eben 400.000 Credits günstiger als die L-Version. Aber wir müssen dann halt selber lostuckern und suchen, wo die Schilde sind. Also, ich mache jetzt einmal Pfeiltaste nach rechts. Und klicke auf OK. Dann haben wir hier unseren Merkur Superfrachter. Er hat bisher nur die Handelssoftware MK1. Sonst hat er gar nichts an Ausrüstung. Und nur einmal ein Megajoule Shield. Okay. Was haben wir jetzt hier noch im Angebot? Jetzt können wir ihn ausrüsten. Ich will auf jeden Fall die Triebwerksleistung auf Maximum bringen. Kostet mir eben 13.000. Denn die Ruderoptimierung, dass er sich schneller drehen kann. Laderaum müsste man eigentlich mit der Zeit auch erweitern, aber das kostet sehr schnell sehr viel Geld. Noch haben wir 1,3 Millionen, wenn ich jetzt alles kaufen würde, würde das 900.000 Credits kosten. Doppelt so viel wie das Schiff selbst, also nein, das mache ich mal nicht. Ich nehme einfach nur mal 250 für den Start, denn der Preis wird exponentiell höher und das muss nicht unbedingt sein. Also der Preis wird höher. Und was die Erweiterung bringt, wird weniger. Also diese 250 bringen jetzt schon mehr als die letzten 1000 oder was Schritte. Muss man immer denn wissen, wie sehr man seine Schiffe aufpimpen will. Es muss halt nicht immer das Maximum sein. So, was braucht er noch? Eine Boost-Erweiterung, damit er schneller beschleunigen kann. Ein Duplex-Scanner, um schneller Gegner zu sehen. Eine Handelscomputer-Erweiterung, damit er überhaupt Handel betreiben kann.
installiert. Eine Handelssoftware MK2 für eventuell später, wenn er auch mit Stationen, also für eine Station Handel treiben sollen. Kampfsoftware braucht er ebenfalls, denn sobald er später Universumshändler wird, kauft er auch selbstständig Kampfdrohnen ein. Die sind extrem praktisch. Wenn der Merkur nämlich angegriffen wird, schmeißt er einfach so einen Haufen Drohnen raus, die lenken den Gegner ab und er springt dann in einen nahegelegenen Sektor, wo er dann in Sicherheit ist. Und die Drohnen tingeln ihm fleißig hinterher und kommen wieder in seinen Cargo-Hold rein, also in seinen Frachtraum. Das ist sehr praktisch. Also, das wird auch einmal gekauft. Navigationssoftware kaufe ich auch immer ganz gerne. Damit kann man ihnen halt direktere Befehle geben, falls ich ihn dann mal manuell steuern möchte. So, den Zeitverzerrungsantrieb gebe ich generell immer allen Schiffen, auch wenn die automatischen Händler das eigentlich gar nicht brauchen. Aber ich habe immer diese Paranoia, dass ich dann irgendwann mal in genau dieses Schiff rein muss, aus irgendwelchen Gründen, und dann keine Zeitverzerrung habe. Und dann würde es ewig dauern, damit wegzukommen. So, was haben wir noch? Spezialsoftware. Bin ich mir jetzt gar nicht ganz sicher, was die alles macht. Also drücke ich einfach mal U und sehe dann eine Beschreibung. Mit dieser Software kann ich Astronauten aufnehmen, einen Pilot in ein neues Schiff setzen, Mineralien einsammeln und Waren einsammeln. Pilot in ein neues Schiff setzen, das könnte noch interessant sein. Mit Pilot ist jetzt dieser Sektor- bzw. Universumshändler gemeint. Den kann man später noch zwischen den Schiffen hin und her verschieben, aber auch nur mit dieser Software. Also wenn wir später ein besseres Schiff finden, und ja, da gibt es noch welche, gerade bei den Transportern, dann will ich den vielleicht umverpflanzen. Also kaufen wir das einfach mal. Kostet ja auch nur 4000 Credits. So. Versorgungssoftware brauchen wir nicht wirklich, aber kaufe ich auch einfach mal. Die ist dafür da, andere Schiffe auszurüsten. Das heißt, man kann dann dem Schiff den Auftrag geben, rüste bitte diese 10 Schiffe genauso aus wie den einen da, und dann tingelt er los, kauft die Sachen an und bringt die zu denen, was extrem praktisch ist. Und die Warenlogistik-Software ist erst interessant, wenn man später mehrere Stationen hat. Dann könnte man ihm halt sagen, hol bitte von den und den Stationen die Waren ab, bring die zu der anderen Station, die braucht, hol da dann deren Waren ab, bring das dahin, und dann hat man so eine richtig schöne Reihenfolge, wo er langfliegt, um die Stationen untereinander besser auszutauschen, wenn sie nicht im selben Sektor sind. Da könnte man sie zu einem Komplex zusammenfügen. Aber ich greife schon wieder zu viel vor. So, das soll es vorerst gewesen sein. Einfach X. Und jetzt haben wir mit R unsere Besitztümer. Da sehen wir jetzt unseren Merkur Superfrachter. Da fehlt aber noch eine Menge Zeug. Also er braucht auf jeden Fall die Schilde. Er braucht dann diese MK3 Software für 500.000 Credits. Er braucht den Sprungantrieb und so weiter und so weiter. Also gucken wir erstmal ganz kurz, wo wir Schilde bekommen könnten. Momentan ist er hier unten in der Wolkenbasis Südost und ich glaube, hier konnte man auch Schilde kaufen. Produktionskomplex mittlere Schilde Alpha, sehr schön. Hier gibt es 25 Megajoule Schilde und es sind 4 im Angebot. Nicht so viel, wie wir eigentlich bräuchten, aber 4x25 ist besser als 1x1. Also wählen wir ihn aus, Kommando, Kommandokonsole, Navigation, Docke an und zwar Produktionskomplex mittlere Schilde. So, da tingelt er jetzt hin und dockt an. In der Zwischenzeit gucken wir mal, ob unsere quasi automatischen Händler was geschafft haben. Und ja, der Siliziumtransporter hat keine Fracht mehr, also braucht er neue Siliziumscheiben. Handel, kaufe zum besten Preis. Siliziummine, Siliziumscheiben, 6 Sektoren. So, das habe ich halt primär in den letzten anderthalb Tagen oder einem Tag so gemacht. Immer wieder neue Aufträge verteilt, was sehr monoton war, aber wie ihr sehen könnt, wir haben so fast 2 Millionen zusammenbekommen. So, du hast noch einen vollen Frachtraum. Das heißt, Kommando, Kommandokonsole handeln, Verkauf zum besten Preis, Erz, auch 6 Sektoren. Alle beschäftigt, bis auf meinen Discoverer. Das heißt, mit unserem Discoverer fliegen wir jetzt mal zum Südtor, denn ich will neue Navigationssatelliten kaufen. Und zwischenzeitlich kann ich mir so also überlegen, was wir denn alles in dieser Phase so erreichen wollen. Also Sektoren, Universumshändler würde ich gerne starten. Das ist auch eine bestimmte Reihenfolge, denn man kann nicht sofort einen Universumshändler starten. Ein Universumshändler ist ja ein NPC, der in unseren Schiffen sitzt und den Sprungantrieb benutzt oder auch nicht, wenn man keinen hat.
um zu den einzelnen Stationen zu fliegen und selbstständig Waren an und verzukaufen. Das heißt, wir müssen ihm ja nicht, wie bei unseren anderen Schiffen, immer wieder den Auftrag geben, kaufe dies zum besten Preis, kaufe das zum besten Preis, verkaufe das und so weiter. Was ja extrem nervig ist, muss man bei dem halt nicht machen. Dafür verlangt er aber auch ein ganz kleines Gehalt, aber das ist echt ignorierbar. So. Also ja, irre praktisch, aber die können nicht so gut handeln von vornherein. Das heißt, die haben ein richtiges Level-System von 1 bis, ich glaube, 25. Und erst ab Stufe 8 können es Universumshändler sein. Das heißt, vorher muss man ihnen einen Sektor zuordnen. Da sucht man sich am besten einen Sektor aus, der viele Fabriken hat, die etwas produzieren, die auch andere Fabriken im selben Sektor brauchen. Gucken wir mal ganz kurz hier, testweise. Hier haben wir zum Beispiel eine Ranch und Agrarzentren. Das passt, glaube ich, nicht. Nee, die stellen Weizen her und die brauchen nur Energiezellen. Nee, schade. Hier ging es zum Beispiel nicht so gut. Wo es richtig gut gehen müsste, wäre hier oben Energiezirkulum. Weil hier, wir sind ja Sonnenkraftwerke und andere Stationen. Und eigentlich braucht jede Station Energie. Gucken wir einfach bei der Siliziummine. Ja. Hat noch nicht mal ein halbvolles Lager Energiezellen. Das heißt, im Energiezirkulum hier oben könnten wir ganz gut unsere Händler trainieren und darauf vorbereiten, dass sie später dann Universumshändler werden. Oh, unser Superfrachter ist da. Dann stelle ich doch mal ganz kurz auf Autopilot. Drück wieder R, sag ihm, er soll Handel betreiben. Wir hätten gerne 1, 2, 3, 4, oh, das ist teuer. 4 25 Megajoule-Schilde. Okay. Die werden jetzt auch automatisch installiert, was ganz praktisch ist. So, hier sind wir fertig. Jetzt brauchen wir unsere Handelssoftware MK3 und unseren Sprungantrieb. Kommando, Kommandokonsole, Navigation, docke an. Und zwar in der Heimat des Lichts gab es ja diese TerraCorp, den TerraCorp HQ. Und da gibt es sowohl die MK3 als auch den Sprungantrieb. So, da fliegt er hin, das wird eine Weile dauern, der Rest ist beschäftigt, gut, dann können wir hier wieder Sinza anschmeißen.